Komm, endlich mal jemand Sympathisches auf den Videos. Komm. Oh, lass dich doch nicht so bitten. Bei Mama kommst du auch immer. Freunde des modernen Lebens, es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist, wir haben nicht Donnerstag und der Katzenbrunnen macht mich irre. Und die gute ist, wahrscheinlich haben wir Freitag. Hey! Mein heutiges Video, also mein gestriges Video, kommt leider ein kleines bisschen zu spät. Unerwartete Dienstreise. Kommt aber auch selten vor. Dementsprechend bitte ich ein kleines bisschen um Entschuldigung und naja, ihr habt dann halt jetzt Futter fürs Wochenende von mir. Aber nun geht's zurück zum Thema. Naja, ihr kennt mich ja. Ich liebe Musik. Und wenn es nach mir geht, muss sie am besten hart, schnell und von guter Qualität sein. Na gut, letzteres ist mit Sicherheit Ansichtssache, aber nach meinen Vorgaben sind wenigstens meine Ansprüche relativ hoch. Mindestens genauso hoch wie die Ansprüche, die ich an eben diese Geräte stelle, womit ich diese Musik auch gerne konsumieren möchte. Und da ist es auch im Prinzip egal was. Egal ob kabelgebundene Kopfhörer, Wireless Earbuds, Fernseh-Soundbars, Smart Speaker oder Retro-Stereoanlagen. Ich habe so von allem meine, naja, Vorstellung, wie es so sein soll, und die erwarte ich auch. Wie fügt sich also hier meine neueste kleine akustische Errungenschaft in dieses ganze Bild ein? Finden wir es doch heraus. Der Bose Soundlink Revolve. Von der Größe her ist er ein klarer Winzling, schließlich wieder von jeder handelsüblichen Milchpackung in den Schatten gestellt. Aber mir war im Prinzip schon von vornherein klar, dass der Name auf dem Gehäuse zumindest ein kleines Indiz dafür ist, dass man von dem Kleinen auch was erwarten kann. Von den Funktionen her ist er genau zwischen einem normalen Lautsprecher und einem echten Smart Speaker einzuordnen. Einen eigenen Sprachassistenten gibt es hier zwar nicht, aber die Knöpfe auf der Oberseite geben hier wenigstens die Möglichkeit, ein paar Multimedia-Aktionen auszuführen. Play, Pause, lauter, leiser oder das Überspringen eines Songs und sogar der Sprachassistent wie Siri oder Bixby sind hier per Knopfdruck abrufbar. Und hier sind es auch auf der Multimedia-Taste die gleichen Befehle, wie man sie auch von Headsets kennt. Ich weiß auch, dass der Klang und Ton eines Audiosystems immer sehr stark von der eigenen Vorliebe oder der Umgebung und natürlich auch der abgespielten Art von Musik abhängig ist, also kommen wir hier einmal zu meinen Referenzinfos. So, meine Tonvorliebe geht eher so in die Mitten- bis Höhenbereiche und ich mag zwar knackigen Bass, aber zu wuchtig sollte er nicht sein. Musikalisch habe ich den Kleinen durch zum Beispiel Rock und sämtliche Subgenres des Metals gequält. Ab und zu gab es aber natürlich auch mal einen kleinen Ausflug, zum Beispiel in klassische Musik wie, ja, den World of Warcraft Soundtrack. Und das Klangbild gefiel mir hier wirklich außergewöhnlich gut, gerade wenn man die Größe von dem Winzling eigentlich bedenkt. In manchen Situationen hatte er untenrum sogar ein kleines bisschen zu viel Druck. Aber dazu komme ich gleich in meinem Fazit. Und scheinbar haben doch alle recht gehabt. Auf die Größe kommt es gar nicht an. Und auch wenn der Sound eines Lautsprechers in einem Video nur sehr schwer wiederzugeben ist, habe ich mal versucht, euch wenigstens ein bisschen was in den Hintergrund zu legen. Ein ausgeglichener Sound, eine bahnbrechende Akkulaufzeit von, ich habe keine Ahnung, wie lange das war, und eine so stabile Verbindung über Bluetooth, dass man schon fast glaubt, ein Stalker hängt am iPhone, und die Optik und Verarbeitung sowieso hier über jeden Zweifel erhaben. Aber für wen dieser Kleine wirklich was ist, kläre ich jetzt in meinem Fazit. Der Bose Soundlink Revolve ist momentan so für ungefähr 150 Euro in, naja, einschlägigen Versandportalen erhältlich. Und für den Preis könnte ich ihn nur empfehlen. Denn, das ist ehrlich gesagt sogar bedeutend weniger, als ich dafür gezahlt habe. Und das kam ein paar Wochen her. Es gibt den Kleinen sogar in einer Größe größer, aber dafür sehe ich gerade für meine Bedürfnisse eigentlich gerade keinen Sinn. Als Vorteil für den Kleinen steht im Prinzip alles das, was ich gerade in den letzten 2 Minuten schon erzählt habe. Aber ich habe ja auch schon gesagt, dass ich nochmal auf den Punkt mit dem mächtigen Bass eingehen wollte. Und hier ist auch wichtig zu erwähnen, wofür dieser Speaker wahrscheinlich gedacht ist. Für meinen Innenbereich brauche ich einfach momentan keinen, denn die Konkurrenz ist hier mit dem zum Beispiel Apple HomePod oder halt guten anderen Stereoanlagensystemen hier drin sowieso viel zu groß. Den habe ich mir wirklich nur angeschafft, um mal auf einem gemütlichen Abend auf der Terrasse schön im Hintergrund für ein bisschen akustische Untermalung sorgen zu können. Und dafür ist der Kleine absolut perfekt.
Klar, in der Größe rockt er mit Sicherheit keine ganze Disco, aber so viel muss es doch gar nicht sein. Schließlich will man sich doch auch noch unterhalten. Am wohlsten fühlt er sich sowieso, so ungefähr bei 70% Lautstärke, dann hat man auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr, sich zu unterhalten, aber der Sound ist immer noch glasklar. Denn draußen beginnt der Kleine wirklich zu strahlen. Der mächtige Bass, den ich gerade schon erwähnt hatte, war halt in Räumen sehr präsent. Sobald man den aber zum Beispiel auf einen Terrassentisch oder irgendwas anderes stellt und der hat sogar ein kleines Stativgewinde, dann kann sich der Bass ein kleines bisschen besser verteilen. Und der ganze Sound kriegt eine erstaunliche Tiefe. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall beachtet werden. Heißt jetzt natürlich nicht, dass er für drinnen nicht zu gebrauchen ist, aber hier empfehle ich entweder große Räume mit wenig Hall oder kleine Räume, die viel Mobiliar haben, dass sich der ganze Schall ein kleines bisschen aufheben kann. Wenn ich einen negativen Punkt wirklich hervornehmen müsste, wäre das die Bluetooth-Verbindung. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass diese extrem stark ist. Meines Erachtens nach sogar ein kleines bisschen zu stark. Man hat das Gefühl, der Bose hat immer so ein kleines bisschen den Fuß in der Tür bei den Geräten, mit denen er gerade verbunden war. Es kommt also häufiger vor, dass ich in meinen Bluetooth-Einstellungen den Bose wirklich nochmal manuell trennen muss, um alle Bluetooth-Funktionen, zum Beispiel von meinem iPhone, wieder nutzen zu können, wie zum Beispiel AirDrop. Und als wirklich, wirklich, wirklich kleiner Negativpunkt fällt mir nur ein, es ist von unten eigentlich zu erkennen, dass er so eine Art, naja, berührungsfreie oder kabelfreie Ladefläche hier unten wohl unterstützt. Bei einem anderen, ich glaube es ist der Bose Soundlink Mini, ist die mitgeliefert. Hätte ich mir bei dem ehrlich gesagt auch gewünscht, aber naja, was soll man machen? Unterm Strich, so oft lädt man den echt nicht nach. Ich habe keine Ahnung, was die Akkulaufzeit war. Mit Sicherheit 10 bis 15 Stunden? Ja, auf jeden Fall. Das soll es jetzt aber wirklich von mir zu dem Thema gewesen sein. Ich kann mich nur wiederholen. Der Kleine hat es wirklich verdient, auch mal von euch angeguckt oder angehört zu werden und ich kann ihn nur empfehlen. Und da ich jetzt heute schon wieder außergewöhnlich ausführlich war, denke ich, hat der Kleine sich den Spot im Spotlight des Tipps der Woche auf jeden Fall mehr als verdient. Bedeutet, heute erspare ich euch diesen Punkt. Aber wie schaut's mit euch aus? Seid ihr gerade auch möglicherweise auf der Suche nach einem kleinen Outdoor-Speaker, auf den ihr euch definitiv verlassen könnt? Seid ihr vielleicht schon mal über den sogar gestolpert? Oder konntet ihr euch hier ein kleines bisschen Entscheidung abnehmen? Lasst mich doch mal wissen. Gerne mit einem Kommentar und noch viel lieber auch mit einem kleinen Abo. Danke im Voraus. Ich wünsche euch nun, wie immer, nur das Beste. Sage viele Grüße von der grünen Wiese. Denke, ich bin nächste Woche leider wieder auf einer Dienstreise unterwegs. Aber irgendwie werdet ihr schon wieder von mir sehen können. Bis dann und wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Manuel.